Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier wieder, was ihr investieren könnt. Ihr seht an meinem Münzstand, ich selber habe schon sehr, sehr viel investiert. Ich hatte ja fast 7 Millionen, habe jetzt noch 2, die werde ich wahrscheinlich auch noch investieren. Habe aktuell schon 500, 600 Karten geholt. Ihr seht die auch hier rumliegen, also man sieht hier nur 50, aber ich habe hier schon 500, 600 eingekauft. Wie gesagt, da sehen wir jetzt nur 50 zufällige Objekte, die zeige ich euch einfach mal. Werden natürlich auf alles drauf eingehen, was man für wenig Coins, für mittlere Coins und für viele Coins investiert. Kann. Zeige ich euch erstmal, was ich mir hier alles geholt habe. Gehen wir mal drauf ein. Hier seht ihr schon mal einen Honey. Von dem habe ich glaube ich so 20, 30 geholt für 10, 2, 5, 1, 8 J-Inform. Kann sie nichts verkehrt machen. Checkos alle unter 10k bekommen, könnt ihr euch auch holen. Ich glaube, hier sieht man nur noch die Checkos. Den habe ich 200 mal ungefähr geholt. Billigste 85er. Zudem ist er in diesem TOTGS-Pack drin. Also besser gesagt, er ist halt so eine Champions League-Karte. Das heißt, er ist eine Woche lang nicht zu ziehen. Was für uns gut ist, dass er steigt. Deswegen würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr den noch unter 10.000 bekommt, kauft euch den auf jeden Fall ein. Das sind schon mal die zwei Spieler, die ich auf jeden Fall holen würde. Also Jayco und diesen Honey. Wie gesagt, auf die ganzen Informs vom Team der Woche gehen wir auch noch ein. Ich zeige euch jetzt erstmal noch meine Transferliste. Fragen ja auch immer sehr, sehr viele, was ich auf meiner Transferliste habe. Und ihr seht hier, was ich alles eingekauft habe. Also ihr seht sehr, sehr hoch bewertete Spieler. Ich hoffe, dass die jetzt endlich mal eine Icon-SBC bringen oder irgendwas Gescheites mal, ne? Zu Footmas wird so oder sowas kommen. Da werden die ganzen 85er, 86er, 87er eh noch hochgehen. So oder so. Da wird was kommen, da bin ich mir 1000%ig sicher. Hier seht ihr auch noch sehr, sehr viele Checkos, die versuche ich schon für 13,5 zu verkaufen. Ist leider noch keiner weggegangen, aber habe ich auch erst zweimal bis jetzt angeboten, die Checkos. Deswegen hin und wieder mal verkauft sich nämlich was auch von diesen anderen Spielern hier, so ein Buffon oder ein Isco oder so. Da hat man natürlich direkt mal 10k in der Tasche, weil ich stelle die immer so viel zu teuer rein. Ihr seht so, wie gesagt, Checko habe ich immer unter 10.000 geholt. Und wenn wir den so verkaufen, habe ich 4.000 Gewinn, was sehr, sehr gut wäre, wäre ich sehr zufrieden. Er ist, glaube ich, mittlerweile so knapp bei 9 ungefähr. Könnt ihr euch auf jeden Fall noch einkaufen. Was habe ich mir hier noch geholt? Wie gesagt, die Informs, die habe ich ja schon ewig hier liegen. Auf diese gehen wir gar nicht mehr drauf ein. Hier noch ein paar Ederson geholt. Den hier habe ich mir für 10k geholt. Wie gesagt, aufs Team der Woche gehen wir gleich ein. Hier seht ihr einen Havertz. Zu diesen Europa League Karten, da könnt ihr jeden investieren. Einmal bis auf diesen Sokratis. Bis auf Sokratis könnt ihr jeden investieren. Den hier könnt ihr auch holen. Ich glaube, der ist halt schon ein bisschen hochgegangen. Okay, da bieten welche manche einfach über 100k. Aber wenn ihr den so für 12, 13 bekommt, könnt ihr den mitnehmen. Hier seht ihr, habe ich mir auch noch ein paar Checkos geholt. Der hier, weil er sehr, sehr billig war, 16.000 nur, musste ich mitnehmen. Und die hier für 20.000 ist auch mittlerweile, glaube ich, bei 21. Aber kann man immer inzwischen noch mitnehmen für 21. Würde ich auch für 21 holen. Ich glaube, der Filter war noch so eingestellt für Checo. Ja, könnt ihr direkt so suchen, wenn ihr den für 21 bekommt. Könnt ihr den mitnehmen. Schauen wir mal, ob wir hier noch welche bekommen. Ja, und die nehmt ihr durch euch dann einfach mit. Also 21 ist klar, ist ein Tausender mehr, wie man die manchmal bekommt, aber ja, ich nehme die auch für 21 mit, weil 86er ist, kostet halt so 17, 18k. Und so eine Champions League Karte ist schon etwas Besondereres, deswegen braucht man die vielleicht irgendwann mal für eine SBC. Geht so ein Chico vielleicht auf 30, 40.000 hoch, der wird so oder so auf 25 hochgehen. Da bin ich mir relativ sicher, deswegen könnt ihr auch diesen Chico mitnehmen. Im Endeffekt könnt ihr auch den hier, wenn ihr den so für 17 bekommt, mitnehmen. Also Chico könnt ihr theoretisch alle drei investieren, weil das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und ihr seht ja, jetzt wird uns nicht der neue Checo angezeigt, sondern die ganzen alten Objekte. Das ist nämlich das Problem. Ich muss das ganze Zeug innerhalb von 1-2 Wochen verkaufen, weil ich sonst keine Fitnesskarten kaufen kann. Ihr seht, auch Packs haben wir hier 6 Stück angespart. Kann ich auch nicht öffnen, weil wenn ich hier Packs öffne, steht, du musst dich um Gegenstände kümmern, kommt das auch. Ist halt, ja, da ein bisschen problematisch. Aber ich hoffe, die bringen was raus, dass ich schön Cash mache, dass ich schön Gewinn fahre. Und dann, ja, sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. So, jetzt gehen wir mal aufs Team der Woche ein, was man hier investieren kann. Hier gibt es natürlich auch viele Sachen, die man einkaufen kann. Wir fangen von hinten wieder an. Wie immer, ihr kennt das ja, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gezeigt. Hier, den hier kriegt ihr so für 10k, könnt ihr euch mitnehmen. Den hier, Engländer, bekommt ihr, glaube ich, für 11.000, könnt ihr euch aber auch mitnehmen. Engländer, sehr, sehr gute Nation. Player of the Month, könnte man den vielleicht gebrauchen. Der kommt, glaube ich, aber nicht aus der Premier League. Ne, der kommt aus der 2. Englischen, okay. Der könnt ihr auch mitnehmen, der kostet glaube ich auch, ja, jetzt habe ich mich verdrückt, das ist natürlich nicht gut. Der kommt natürlich auch nicht aus der Premier League, der spielt bei Nottingham Forest oder sowas. Aber bekommt ihr auch so für um die 10, 11k, könnt ihr euch auch mitnehmen. Den hier habt ihr ja schon gesehen, habe ich für 10k erboten, kriegt ihr easy für 10k, könnt ihr euch auch mitnehmen.
Hier, Deutschau aus der Bundesliga auch sehr, sehr interessant. Weil ihr wisst, was letztes Mal passiert ist. Das sind die deutschen Informs. Alle auf Richtung 50.000, 60.000. Hector war, glaube ich, am Ende sogar bei fast 80.000. Den kostet 13.000 und ein Terodde 12.000. Kann man sich auf jeden Fall beide mitnehmen. Kann man gar nichts verkehrt machen für die Preise. Chicharito kostet, glaube ich, auch so 14. BPL Inform 82er. Ihr könnt ihn ja vergleichen mit Moy. Ist auch 82er Inform. Premier League kostet schon 18.000. Ne? 4K mehr. Bei dem werdet ihr auch kein Minus machen. Werde ich mir vielleicht auch nochmal so 20 Streiche mal holen. Hier Martin, wenn ihr den für. Okay, der ist ein bisschen zu teuer. Würde ich nicht kaufen. 81er gibt es hier nämlich. Honey ist deutlich billiger. Wenn ihr wirklich nur 81er Informs kaufen wollt, kauft euch Honey. Kriegt ihr für 10, 2,5 ungefähr. Habt ihr ja gesehen. Den habe ich mir auch schon 30, 40 Mal Minimum geholt. Vielleicht sogar mehr. Den hier könnt ihr auch mitnehmen. 82er Rating, 12K. Sehr, sehr billig. Auch einen Vida, 14.000, sehr, sehr günstig. Also mit denen könnt ihr bis jetzt gar nichts verkehrt machen mit diesen Spielern. Der hier kriegt ihr wahrscheinlich auch für 11, 10,5 vielleicht sogar. Also das sind auch noch okay. Also von der Bank könnt ihr wirklich fast jeden, bis auf diesen Martin würde ich nicht holen. Den Rest könnt ihr hier von der Bank holen. Fährmann kann man sich auch einkaufen. Sehr, sehr günstiger 85er. Auch sehr, sehr billig. Der Rest hier lohnt sich nicht, bis auf Bakayoko könnt ihr mitnehmen. Kriegt die, glaube ich, so für 22. Könnte eine overpowered Karte sein. Ich habe den noch nicht gespielt, aber der Weg könnte steigen. Gute Nation, gute Liga. Da man nämlich mit Ronaldo linken und dann noch mit Franzosen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier noch diesen Valeri kann man auch mitnehmen. Auch sehr, sehr günstiger 85er Inform. Im Kurs glaube ich auch so 23, 24.000. Sehr, sehr billig. Gnabry haben die mittlerweile die Price Range angepasst. Würde ich nicht mehr einkaufen. Hätte man den snipen können, ja, wäre natürlich gut gewesen. Ich habe auch gestern versucht, einen Neymar ZOM zu snipen. Viele haben es vielleicht mitbekommen. Da war die Price Range ganz kurz auf 1.800.000 oder so. Da hatte ich nämlich noch nicht eingekauft. Und Neymar ist ja mittlerweile jetzt deutlich höher. Also ich hätte fast 2 Millionen Gewinn gemacht, wenn ich den bekommen habe. Habe keinen einzigen gesehen. Ihr kennt ja auch viele The Petalschick, der ist ja auch richtig schnell im Snipen. Der hat 2 Stück gesehen, hat keinen bekommen. Also da ja, war sehr, sehr schwer, den anscheinend zu bekommen. Und ihr seht, 1,8 hat er gekostet. Okay, 1,2 hätte man jetzt safe Gewinn an ihm, weil er jetzt Minimum 3 Millionen kostet. Was sieht geil aus, die Karte, aber viel zu teuer. Und dasselbe mit Messi. Ich weiß nicht, was Messi kostet. Den wollte ich aber nicht kaufen für 1,8, also 1,8 Millionen. Der ist auch nicht so hoch gegangen. Der ist nur, glaube ich, nur auf 2 ungefähr. Ja, okay. Hätte man halt 100k Gewinn bei dem. Aber da war ich mir nämlich nicht sicher, weil, ja, wer will Messi da spielen? RM, ne? Ist schwer zu linken. La Liga hat nichts Gescheites. Muss in Veron oder sowas spielen, um den linken zu können. Oder ein Dybala im Sturm. Deswegen, ja, ist natürlich, wäre trotzdem gut gewesen, 100k Gewinn. Aber wie gesagt, Neymar mit fast 2 Millionen zum Hype hätte man den für 4 Millionen safe wegbekommen. Jetzt geht er halt noch für 3. Aber das wäre natürlich schmackhaft gewesen. Direkt 2 Millionen Gewinn. Leider nicht bekommen, aber kann man nichts machen. So ist das Geschäft. Kann man nicht immer die Sachen bekommen. Ich werde euch natürlich noch zeigen, was ich in meinem Verein alles habe. Eine kleine Clubtour. Und wollte euch hier nochmal auf dem Transfermarkt was zeigen, was ihr euch einkaufen könnt. So, denn die Champions League Karten sind sehr, sehr billig. Viel zu billig. Da wird eine SPC kommen, dass die wieder hochgehen. Ihr seht schon 600, 700. Was ist das? Wer jetzt wirklich wenig Coins hat, 20, 30k oder so, kauft euch 50, 60, so viele wie ihr könnt von denen. Also, das ist ja, seht ihr hier so ein Jovic, würde ich ja mitnehmen. Ein Achtzig, hätte ich jetzt nicht so eine volle Liste bis zum Anschlag, würde ich den mitnehmen. Also, so 80er, 81er sind perfekt, der könnt ihr überhaupt nichts verkehrt machen. Wie gesagt, hier Jovic ist hier wahrscheinlich der Beste. Jovetic, besser gesagt. Jovic spielt ja bei Frankfurt. Könnt ihr auch mal reinschreiben. Europa League kam ja raus. Mich sehr gewundert, dass kein Frankfurter dabei war. Also, Jovic, Haller, sehr, sehr krass gespielt. Keiner reingekommen. Auf die können wir auch nochmal kurz eingehen. Wie, welche ihr da einkaufen könnt. Kai Havertz. Ich zeige euch, wie ihr die kaufen könnt. Ihr dürft nicht auf Spezial einstellen. Ihr habt da wieder ein bisschen verpeilt und halt haben die nicht auf Spezial gestellt. Den könnt ihr für so 11,5 bekommen. Könnt ihr euch mitnehmen. Der ist schon mal sehr, sehr gut. Dann der andere, wie gesagt, ich zeige euch einfach, wie ihr die einkaufen könnt. Der hier habe ich mir auch 100 Mal geholt. Also, das ist halt der billigste. Bekommt ihr einfach für 10, 2, 5. Geht ihr einfach durch, zack, und schnappt euch die. Also, ihr seht, die kriegt ihr easy. Ich will jetzt noch nicht noch mehr holen, weil, ja,
Die liegen jetzt einfach nur rum bei mir, deswegen, und ich muss die jetzt nach und nach eh loswerden. Deswegen, die sieht man natürlich wieder nicht. Ich hoffe, dass was kommt. Vielleicht kommt auch eine SBC, gib ein UEFA Champions League Karte oder Europa League Karte ab. Auf sowas spekuliere ich, dass die ein bisschen hochgehen. Wenigstens auf so 15.000, 16.000. Hat man 5.000 pro Karte, was schon oft ordentlich wäre. Wenn nicht, 10.500 ist kein Verlust. Ihr könnt die locker jetzt schon für 12 wegbekommen. Müsst ihr natürlich ein paar Mal anbieten. Aber wenn nicht, stellt ihr für 11.500 rein, dann werdet ihr die so oder so schneller los. Und dann habt ihr die eh nicht so lange im Verein rumliegen, wie gesagt. Der nächste war, glaube ich, dieser Lo Cello oder wie man den auch immer ausspricht. Der ist ein bisschen teurer. Ist mittlerweile, glaube ich, auch gestiegen. Ja, 12.000 ist immer noch günstig. Kann man sich mitnehmen. 11.500 ist günstig. Nehmen wir auch nochmal mit. Habe ich auch, glaube ich, schon 10 Mal oder so geholt. Also, das ist auch sehr, sehr günstig. Es gibt noch diesen einen von RB Salzburg oder wieder, ich müsste Dabur oder so sein. Gucken wir mal. Den würde ich nicht mitnehmen. Hat zu schlechtes Rating. Klar, kann man mitnehmen. Wenn man jetzt einmal im Verein haben möchte. Ich hole ihn nicht, weil ich brauche ihn einfach nicht. Den kriegt der wahrscheinlich auch für 10 und der ist sogar teurer wie der RM. Ja, den würde ich schon mal gar nicht holen. Der RM hat ein Rating besser und ist immer 750 billiger. Dann holt ihr natürlich den RM, ne? Diesen TS-Dingsbums, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ihr wisst, diesen Ukrainer, da wo ich euch gezeigt habe. Freunde, dann gehen wir nochmal schnell in meinen Verein durch. Aber da hat sich nichts getan. Ne? Schauen wir mal. Ihr seht hier, also da hat sich wirklich nicht viel getan. Die Sachen liegen da immer noch rum. Ich hoffe, dass sie endlich jetzt was raushauen, wo man Informs braucht, hochbewertete Spieler. Weil ich habe so viel eingekauft, ihr seht, das muss raus. Ich will Ende des Monats mein Big Baba Team bauen. Das ist natürlich klar, ihr seht hier allein, was wir hier gesammelt haben am hochbewerteten Karten. Chiellini werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil er Inform hat. Und dadurch natürlich ein bisschen teurer ist, aber der Rest. Hier seht ihr auch nochmal ein paar Champions League Karten. Die sollten aber allerdings auch schon alle gestiegen sein. Ribéry haben wir für 22.000 geholt. Okay, ja, anscheinend sind die nicht gestiegen. Ah ja, es gab ein Pack, stimmt, die könnte man auch wieder einkaufen. Ribéry sehr, sehr günstig. Da würde ich jetzt auch wahrscheinlich wieder einkaufen. Das ist sehr, sehr günstig, weil, das, wenn man die für eine bessere SPC braucht, ja, man zahlt nicht mehr wie für die hier. Und das ist dann, ja, was habe ich für die hier bezahlt, für Thiago? 17,5, okay, und die kosten jetzt 19, also 2.000 mehr, dafür, dass das eine Champions League Karte ist. Also da macht ihr ehrlich gesagt gar nichts verkehrt. Hier haben wir noch ein paar hochbewertete Spieler noch, aber danach kommt nichts mehr. Ihr seht auch, ich habe nicht mehr so viele seltene Sachen im Verein. Ich hoffe auch, dass nicht zu eine krasse SBC kommt, die ich nicht machen kann, weil man irgendwelche zu hohe Anforderungen braucht. Weil ich kann nichts einkaufen. Wenn ich was einkaufe, es liegt einfach so rum, man sieht es nicht. Ja, der Rest ist, glaube ich, uninteressant. Mein aktuelles Team, wie gesagt, ist natürlich, ja, ist ein Snickers-Team, muss man einfach sagen. Ist, ja, hinten geht klar, vorne, naja, Lacazette ist kein Ronaldo, merkt man einfach. Ich brauche einfach Ronaldo, das merkt man einfach. Der ist einfach, die Spiele sind seit 3-4 Jahren konstant im Sturm. Den brauche ich einfach in meinem Sturm dieses Jahr konstant, merke ich einfach. Ein Lacazette ist nicht schlecht, zeige ich euch, aber ja, ein Ronaldo hat in jedem Spiel ein Tor gemacht. Lacazette sieht man manchmal überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das Team bald bauen können. Ich zeige euch das. Wenn die irgendwas Gutes raushauen, dann können wir das bauen. Anders wird es wahrscheinlich schlecht. Dann müssen wir das, können wir das hier nicht so bauen. Ihr seht hier so ist das Team, würde das Team in-game zeigen, weil viele dem letzten Stream gefragt haben, wie ich in-game spielen würde. Das könnte man so stellen, dass alle volle Chemie hätten. Ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was man hier noch verbessern kann. Klar kann man die ZDMs noch als Ikonen machen, aber das kostet jetzt schon so 14 Millionen. Wenn ich alles verkaufen würde, hätte ich so um die 9 Millionen. Ich hoffe, dass das Ganze noch ein bisschen droppt, dass wir ein bisschen Gewinn machen, dann sollte das auf jeden Fall möglich sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Team auf jeden Fall machbar ist. Freunde, dann wäre es das auch so gesehen schon mit dem Investier-Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.